zum Ausgeben. Da ist in der Ausführungsbestimmung steht, dass der Hund auf Signal das von ihm begehrte Spielzeug oder ein Stück Futter abgeben soll, welches ihm vorher der Hundehalter gegeben hat. Auf was kommt es hierbei an? Ganz einfach, der Hund besteht die Aufgabe nicht, wenn er das Objekt nicht hergibt. Oder aber auch, wenn der Besitzer es eben aus dem Maul nehmen muss. Das heißt, die Hände des Besitzers dürfen nicht mehr an dem Ding sein, was der Hund bekommen hat. Die Hände müssen weg sein, der Besitzer gibt das Signal und der Hund spuckt es aus. Das heißt, wie gesagt, der Halter darf das Objekt nicht mehr berühren. Der Prüfer entscheidet übrigens, wie es gezeigt werden soll. Es kann ja Spielzeug abgegeben werden oder es können irgendwelche Kauartikel abgegeben werden, also irgendwas Fressbares. Das heißt, dass es am sinnvollsten natürlich ist, wenn ihr mit euren Kunden beides übt, dass die Hunde, also sag mal, ein Stück getrockneten Pansen ausgeben oder ein Ochsenzimmer oder halt ein Spielzeug. Weil der Prüfer, der überrascht euch halt an der Prüfung, der hat irgendwas dabei. Das muss dann eben gezeigt werden. Die Frage ist, ob es auch ein Wienerle sein darf. Nein, die Prüfer sind schon darauf geschult worden, dort keine weichen Sachen zu nehmen. Also nichts, was mit einem Haps verschlungen werden kann vom Hund. Es sollte irgendein etwas härterer Gegenstand sein, der nicht sofort zerbissen und geschluckt werden kann. Weil das wäre dann einfach vom Schwierigkeitsgrad her zu schwer. Jetzt kommen noch ein paar Fragen. Genau. Ja, Wienerle nochmal. Nein, wie gesagt, Wienerle wäre zu schwierig. Alles, was einigermaßen hart ist. Das muss abgegeben werden. Es darf aber auch gut riechen. Also wie gesagt, Futter oder Spielzeug. Nun kommen wir zum Handling. Das wird in allen Stufen gezeigt. Und da ist wichtig die Kontrolle von Ohren, Zähne und Pfoten durch den Hundehalter. Und hierbei ist es so, der Hund sollte die Kontrollen durchführen lassen, ohne Stresssignale zu zeigen, möglichst ohne Stresssignale zu zeigen. Die meisten Hunde zeigen leichte Stresssignale. Das ist nicht so dramatisch, aber es ist natürlich schön, wenn man so trainiert, dass die Hunde dabei möglichst wenig Stress zeigen. Sind die Kontrollen nicht möglich, besteht der Hund die Aufgabe nicht. Das ist ganz einfach. Also wenn der sich entwindet und rumzappelt, dann wäre die Aufgabe eben nicht bestanden. Ein Tipp noch, dass man auf alle vier Pfoten achtet, also dass man sich auch alle vier Pfoten zeigen übt. Manchmal, wenn der Hund mal irgendwo eine Verletzung hatte, gibt er vielleicht eine Pfote nicht so gerne. Das merkt man dann meist im Training und kann es dann nochmal gezielt üben. Auch die Lefzen sollen auf beiden Seiten angehoben werden. Hierzu kommt eine Frage. Darf der Hund jede Position einnehmen? Ja, der darf auch liegen, stehen. Das ist egal, wie das die Leute am besten geübt haben. Wie gesagt, es sollten nicht allzu viel Stresssignale gezeigt werden. Der Hund sollte das kennen. Eine Frage davor haben wir noch. Nochmal zur Abgabe. Darf der Hund bei der Abgabe angefasst werden vom Hundehalter? Ich sage mal theoretisch schon, er darf aber nicht das Objekt anfassen und auch jetzt nicht unbedingt am Hals anfassen. Also wenn als Signal trainiert wurde, den Hund am Rücken anzufassen zum Ausgeben, wird da sicherlich kein Prüfer was gegen haben. Aber es darf eben nicht in der Nähe von dem Gegenstand angefasst werden. Nun kommen wir zum Maulkorb. Der Maulkorb. Hierbei sieht so aus, dass der Hund den Maulkorb sich anlegen lassen soll und mit dem Hundehalter circa 10 Schritte an der Leine gehen. Gittermaulkörbe werden empfohlen, sind aber nicht verpflichtend vorgeschrieben. Das heißt, im Buch wird das genau erklärt, warum Gittermaulkörbe besser sind, nämlich eben wegen der Atmung, wegen des Hechelns. Der Hund kann hecheln, man kann Leckerchen durchgeben. Und deswegen empfehlen wir die sehr. Deswegen wäre das sehr schön, wenn ihr jetzt das Webinar gehört habt und wenn ihr zu Hause dann die Gittermaulkörbe trainiert. Bei Kurznasen ist es manchmal schwierig, einen passenden zu finden, aber mittlerweile gibt es da maßangefertigte Maulkörbe. Da kann ich auch nochmal Auskünfte geben, wer da noch Tipps braucht. Aber mittlerweile gibt es da auch sehr schöne aus Biotane. Was kommt es an? Natürlich darf vom Halter kein Futter verwendet werden, um den Maulkorb anzuziehen. Das wäre Locken. Also es muss so gut trainiert sein. Das kann man im Training machen, aber in der Prüfung soll der Hund gerne in den Maulkorb gehen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Hunde damit Probleme haben. Ich habe immer ein bisschen den Verdacht, dass die Halter es nicht so viel trainieren. Man kann das ja nicht so sehr viel in der Hundeschule trainieren.
kann es natürlich auch in den Stunden immer wieder reinbringen, aber die Leute müssen ja auch zu Hause arbeiten. Also es ist auch so ein bisschen die Erfahrung aus meiner eigenen Hundeschule. Man muss sie immer wieder ein bisschen dazu anhalten, das zu üben, weil manchmal die Menschen einfach damit Probleme haben und der Hund hat nachher aber überhaupt kein Problem, wenn er den Maulkorb gut gewöhnt ist.